Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. O'Higgins gegen Curico Unido. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten. Er ist ja im Moment ein Tore-Garant in der Liga. Das ist überragend. Der trifft, wie er will. Und die Frage ist, kann den einer aufhalten? Im Moment wirken alle Abwehrspieler überfordert. Es ist Derby-Zeit und von daher glaube ich schon, dass das hier ein tolles Spiel wird. Da ist die Flanke. Die Flanke bleibt hängen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Klasse Technik. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie rausmachen? Ball kommt rein. Richtig gutes Zuspiel. Da kommt er raus und hält den Ball. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und wenn sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie. Klasse Zuspiel. Flanke kommt weit. Gute Aktion. Gut geklärt. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Jetzt könnte er flanken. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Kann er was draus machen? Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Oh, nicht das Tor. Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff. Aber so weiter 0-0. Pass auf den Flügel. Sieht gefährlich aus. Da kommt der Pass. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten Sie sich das vorgestellt. Kurz im Standfall. Für ihn dann keine Schwierigkeit mehr, hier das Tor zu machen. Den macht er mal ganz sicher rein. Hier nochmal dieser Treffer. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Was für eine Chance! Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Jetzt der Ballverlust. Auf außen ist Platz. Da ist die Hereingabe. Und das ist der Ballverlust. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Liam Feeney. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Macht er gut. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Köpft den Ball wieder zurück. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Jetzt der Eckball. Macht das ganz sicher. Schwache Aktion, Ballverlust. Er
Jetzt haben sie den Ball verloren. Gefährlich. Ja, könnte was werden. Lange Flanke. Kopfball, aber nicht drin. Gut vom Torwart. Guter Pass. Gute Aktion. Da haben sie jetzt Platz. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Und jetzt haben sie den Ball. Liam Feeney. Luka Tankulic. Schöner Pass. Klasse Pass. Das ist die Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Kann er was draus machen? Er versucht's. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Da kann er klären. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Klasse Aktion da. Jetzt ist es gefährlich. Da ist die Chance für die Flanke. Sauber vom Ball getrennt hier. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Er ist zu weit. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Ausgeglichene Partie. Es macht Spaß, hier zuzugucken. Beide Mannschaften mit Gelegenheiten, ähnlich viel Ballbesitz. Das dürfte noch spannend werden. Jetzt kann es weitergehen. Leider regnet es aber auch nach wie vor. Spielverlagerung jetzt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Das sieht durch, könnte der Ausgleich sein. Nicht das Tor. Schade, das wäre der Ausgleich gewesen. So laufen sie weiter diesem Rückstand hinterher. Klasse Pass. Macht er gut. Ja, könnte was werden. Und jetzt die Chance. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Da wollten die Fans einen Elfmeter haben. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Gefährlich. Kommt jetzt die Flanke rein. Gute Aktion. Was macht er draus? Das muss der Ausgleich sein. Fällt das Tor doch noch? Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ja, mit viel Übersicht. Er ist frei. Er zieht ab. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesenchance, aber nichts ist es. Kein Tor und er kann sich noch nicht entspannen. Und jetzt Doppelwechsel. Da schießt er. Ganz lang macht er sich da gehalten. Ecke kommt's. An den Ball kommt niemand ran. Schade. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten.
Der Ball kommt rein. Und er ist drin. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Guter Abschluss, aber vor allem auch sehr gut vorbereitet. Eine klasse Ecke. Jetzt kommt die Auswechslung. Der verwarnte Spieler muss runter. Ja, sicher besser so. Da geht der Trainer kein Risiko. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Gut gemacht vom Torhüter. Liam Feeney. Jetzt ist es gefährlich. Tolles Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, könnte was werden. Da ist die Chance für die Flanke. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Nee, da ist die Abwehr da. Ja, schwacher Ball hier. Klasse Pass. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Der Regen nimmt hier immer weiter zu, Buschi. Viel mit Auge. Kann er was draus machen. Und jetzt die Chance. Klasse Pass jetzt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Da kommt der Schuss. Aus meiner Sicht die verdiente Führung. Ah, sie waren die bessere Mannschaft. Ich glaube auch, dass sie das nicht mehr aus der Hand geben. Das ist natürlich bitter für den Torhüter. Den ersten abgewehrt, aber dann klingelt es trotzdem. Ja, aber am Keeper hat es hier nicht gelegen. Seine Abwehrspieler haben ihn einfach im Stich gelassen. Es sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen. Muss reagieren. Aber so ein Tor, das ist frustrierend. Unaufhaltsam. Da kommt die Flanke. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da kommt der Pass. Den spielt er gut. Macht er gut. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Da wäre Platz für den Konter. Jetzt ist es gefährlich. Schöner Pass. Er schießt. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Sie drängen auf den Aus. Könnte der Ausgleich werden. Toller Pass. Der Pass. Ganz wichtiger Treffer. Sie sind zurück in Derby. Und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Jetzt könnte er flanken. Gefährlich. Klasse Pass. Jetzt Chance zur Führung. Gut abgeblockt. Jetzt ist es vorbei. Kein Sieger in der heutigen Partie. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Es gibt keinen Sieger, aber es gibt auch keinen Verlierer. Und das ist ja manchmal auch schon was wert. Völlig korrekt, Wolf. Klar, dass die Fans im Moment enttäuscht sind, hatten sich auf beiden Seiten mehr erhofft. Aber besser, als wenn du das Ding verlierst.